Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Final Fantasy VII Remake. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer, vielen, vielen Dank an alle aktiven Supporter da draußen, die mich hier unterstützen mit einer Bewertung, mit einem Kommentar. Vielen Dank dafür. Macht gerne weiter, wenn euch das Ganze hier gefällt. Und beim letzten Mal hatten wir hier den Airbuster besiegt und jetzt fällt der gute Cloud einfach nach unten. Ja. Übrigens, unter dem Video findet ihr die Videobeschreibung, dann könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Mir auf Instagram folgen und so weiter. Bist du okay? Hörst du mich? Ja. Damals sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Damals? Wie ist es diesmal? Kannst du aufstehen? Diesmal? Vergiss es. Konzentrier dich jetzt erstmal nur auf dich selbst. Also, schaffst du es? Kannst versuchen. Und? Vorsicht. Langsam. Ganz langsam. Brauchst du mir nicht sagen. Hey. Wer bist du? Wer ist das? Ich bin dein Herr und Gebieter. Hallo? Komm, Cloud. Es gibt viel zu tun. Alles in Ordnung mit dir? Na dann? Oh. Ich störe doch nicht, oder? Und wer bist du? Das ist mein Bodyguard. Er ist Soldat. Hä? Ein Soldat? Ex-Soldat. Ah ja, Marco Orden. Als Söldner machst du doch sowas sicher, nicht, mein Bodyguard? Hä? Wegen dem Schwert, dachte ich. Sag schon ja, bitte. Klar, warum nicht? Aber das kostet. Du bekommst ein Date mit mir. Hä? Ein echter Soldat, ja? Welcher Rang? Erster. Jetzt mach dich mal nicht lächerlich. Du und Rang 1. Wow.
Hast du gehört? Dauert nicht lange. Dann mach! Ja, alles klar, Alter. Hör mal, Alter! Ihre Bodyguards sind immer noch wir! Ach, wirklich? Wann habt ihr mich denn bitte mal beschützt? Das ist... Ich bin hier! Hey! Schickt mal Verstärkung! Wo ist der Typ? So, analysieren. Nur kein Übermann. Jämmerlicher Haufen. Lust habe ich ja nicht. Aber Alter! Jetzt bin ich am Zug. Ich meine, so geht seine Frise vielleicht noch, aber dieser Schwanz da hinten, dieses Schwänzchen, Alter. Boah, das ist so eklig, Alter. Bin mal so frei. Davon muss ich verkloppen, Alter. Ah, jetzt hätte ich natürlich, sorry, jetzt hätte ich, gut, ihr könnt ja das Video pausieren, aber ich hätte ganz gerne gesehen, was da stand. Shit. Vielleicht mache ich Analyse nochmal einfach, wenn ich auch selber sehe, was da steht. Ja, wenn ich ihn überhaupt halte. So, warte mal. Ich will mal ganz kurz gucken, was da steht. Auf Nummer sicher. Ein Mitglied der Turks, eine Einheit von Shinras Abteilung für allgemeine Angelegenheiten, wendig und schnell auf den Beinen, greift dann mit seinem speziellen, von Shinra gefertigten Schlagstock im Nahkampf an. Magieattacken und Blitzelementattacken fühlen seine Schockleiste nur langsam. Okay. Alter Schwede. Ich hab genug. Das war's dann. Na, schmeckt es? Weg von den Blumen! Du bist ziemlich hartnäckig. Aber als Profi habe ich Spaß. An all meinen Aufträgen. Lass uns etwas Spaß zusammen haben. Es ist aus. Kann man die auch analysieren? Ja. Alter Schwede. Etwas näher. Oder hast du plötzlich Alter. Alter Junge. Ich block immer zu schwer, ja. Ja, Magie bringt echt gar nichts bei denen, Mann. Alter, Schwede. Okay. Yo, Junge. Wie wär's mit Nachschlag? Ey, nicht mal die Spezialattacke trifft. Zu viel für dich, Soldat. Nein, block doch. So langsam. Da. Zack, Junge! Scheißdreck, Alter. Hört wow. Auf, im Weg zu kämpfen! Ja! Oh mein Gott, er ist doch gleich besiegt, Alter. Er schlägt mich jedes Mal ins Beet, Alter. Ich weiß gar nicht. Bloß nicht den Schwanz an. Blitz und Donner! Problem. Ja, Alter. Du verstehst das nicht, Mann. Ich wollte doch nur... Was zum... Wie ist das? Kommandant! Sind Sie verletzt? Lasst mich und schnappt sie euch gefälligst. Jawohl. Ja.
nächstes Mal. Greifen Sie uns gar nicht an. Hey, aufwachen! Los. Hierher. Hey, jetzt haben sie uns eher geholfen. Alter, was geht hier ab? Oh, lass sie mich da durch. Was soll das? Sie scheinen sich uns in den Weg zu stellen. Aber warum nur? Mann, ey. Hier ist auch nichts. Mann, ich will die Materia. Wir müssen ja öfters unseren Blitz benutzen, damit wir den verstärken. Ne? Hier runter, wa? Ne, lässt er mich. Er lässt mich nicht. Wollen Sie, dass wir nach oben gehen? Ja, könnte klar. Eine Falle sein. Von dort kommen wir hoch aufs Dach. Hast recht. Durch das Loch dort. Ja, mach du mal die, genau. Alter. Es hat mich beschützt. Beeilung. Talisman. Wie sie immer noch an die Tür klopfen, Alter. Lass mich vorgehen. Nimm meine Hand. Wo sind sie? Dort oben! Alles okay? Ich glaube schon. Oder auch nicht. Wehe, ihr verletzt sie. Dann seid ihr so gut wie erledigt. Jawohl. Wir brauchen sie lebend. Was ist das? Lauf weg! Keine Bewegung! Nicht schießen, habe ich gesagt. Ja, aber... Nicht den abtrennen. Ja, aber wie? Ah, okay. Sollte gehen. Was soll das her? Wir kommen nicht dran. Was ist das? Magie? Ach so, oh, jetzt sehe ich es erst. Okay. Komm schon. Och Mann, ich will die Materie, Mensch. Dann kann die sich nicht holen, oder? Wahrscheinlich schon, aber... Egal, komm, hauen wir ab. Sie sind aufs Dach geflohen. Ihnen nach? Nee, wir hauen ab. Aber sie entkommen! Ich habe zum Glück genau den richtigen Mann für diese Aufgabe. Aua, 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 aua. Tut das weh? Hier sind auch welche. Hoffentlich greifen sie uns nicht an. Bleib dicht bei mir. Oh, du starker Mann. Zurück können wir jetzt auch nicht nochmal. Aber was hat das zu bedeuten, ey? Warum verteidigen die uns jetzt sogar? Dort drüben!
Weil die uns wahrscheinlich schnell, noch brauchen. Bevor sie uns einholen. Treten den Rückzug an. Haben wohl aufgegeben. Sie sind einfach verschwunden. Was wollten die nur? Bestimmt. Ach, vergiss es. Ich weiß auch nicht. Komm, gehen wir. Vom Dach aus haben wir bestimmt eine bessere Sicht. Da, dort hinten, neben dem Pfeiler, ist der Bahnhof, Cloud. Was ist? Gehen wir? Ja. Also jetzt eine und was hast alle du jetzt nach der vor? Anderen am Start. Ja. Fürs Erste beschütze ich dich weiter. Das hatte ich gehofft. Und danach gehe ich in die Slums von Sektor 7 zurück. Kennst du denn den Weg dorthin? Klar. Ach, wirklich? Dieser Typ in dem Anzug vorhin, der gehörte doch zu Shinras Turks. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Vielleicht suchen sie Rekruten für Soldat. Sowas machen die Turks doch, oder? Das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Aber sie sind auch Shinras Leute fürs Grobe. Und schrecken vor Gewalt nicht zurück. Erpressung und versuchte Entführung haben wir ja heute schon gesehen. Zurück zu meiner Frage. Was hat jemand wie du mit so einem Kerl zu schaffen? Sah aus, als kanntet ihr euch. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja mich für Soldat rekrutieren. Vergiss es. Hey, nicht eingeschnappt sein. Ja, wenn du dieser so scheiße laufst, ey. Ehrlich gesagt, bin ich heute zum ersten Mal hier oben. Das überrascht mich nicht. Man merkt ja, dass sie das verheimlicht. Also, ich finde das Ganze ja unheimlich spannend. Das lässt irgendwann nach. Warte! Nun warte doch mal! Jetzt renn doch nicht die ganze Zeit vor. Ich komme ja gar nicht hinterher. Und dich soll man für Soldat rekrutieren wollen? Fies bist du auch. Ja, wir sagen nur die Wahrheit. Die Wahrheit tut manchmal weh, wa? Noch mein Äther. Wohnt in diesem Viertel eigentlich niemand? Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. Alter, krass. Die ist ja völlig verrostet. Lass mich vorgehen. Die Leiter ist ziemlich alt. Pass auf. Ja, ja. Huch. Vorsicht. Jetzt bleib mal locker, Cloud. So leicht falle ich schon nicht runter. Oh nein. Mich erschrocken. Vielen Dank, Cloud. Oh, sieh mal, der Wall. Einmal wäre ich fast nach draußen gegangen. Hab's am Ende aber doch gelassen. Ist auch viel zu gefährlich. Ich hab gehört, dass die Welt außerhalb von Midgar grün und voller Tiere sein soll. Manchmal frage ich mich, ob ich an so einem Ort überhaupt leben könnte. Vielleicht nicht. Die Slums machen mir nichts aus. Ich lebe sogar gerne hier. In dieser Stadt bin ich zu Hause. Die Leute in den Slums sind so stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Ihr Lebensmut ist richtig ansteckend. Mal gehe ich aber vor. Du versuchst sonst nur wieder mich abzuhängen. Okay, Prinzessin. Schaffst du das auch? Mit Links und Fieber. Siehst du? Wozu brauche ich dich eigentlich? Ich gehe einfach vor und lass dich zurück. Hoppla! Weniger reden, mehr konzentrieren. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud. Gehört nicht zum Job. Langweiler. Na,
Mach mir nicht mehr Arbeit. Ich zuerst! Der Slums Vergnügungspark hier, wa? Schaffst du das? Natürlich! Mich schon wieder gerettet. Mit dir wird es echt nicht langweilig. War das ein Kompliment? Sarkasmus. Gewöhn dich besser dran. Wir sind jetzt ganz in der Nähe des Bahnhofs von Sektor 5. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer. Na, sieh mal, wer hier wieder einen auf besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. Okay. Endlich sind wir hier wieder auf dem Boden der Tatsache. Wo willst du hin? Ja, es ist doch okay. Ich wollte nur noch mal kurz gucken, ob da vielleicht irgendwas liegt. Hätte hier sein können. Ich hab's ja gesagt! Was haben wir denn da? Was ist das denn? Oh. Das war knapp. Bin mal so frei. Igelfloh? Okay. Jetzt guck doch nicht so selbstgefällig in die Gegend. Ey, nur am Meckern, die Frau, ne? Mein Gott, ey. Gut. Leute, wir müssen aber auch langsam mal zum Ende kommen. Die klatschen wir nochmal kurz weg, da vorne. Kommt schon. So, Alter, die Ratten, ich kann die nicht mal analysieren, dann sind die schon tot, ja. So, jetzt. Auf Nummer sich. Okay. Zack. Alter, die ist ganz gut mit Magie, wa? Was hat die denn eigentlich? Ah, oh, ich kann es nicht anhören. Du kennst dich in den Slums nicht wirklich aus, oder? Verglichen mit dir vermutlich nicht. Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Lass bloß nichts am Image kratzen. So, gut, Freunde. Ja, wie gesagt, kommen wir mal langsam zum Ende, wa? Ja, ich würde sagen, hier machen wir Schluss, bevor jetzt hier der nächste Abschnitt anfängt. Freunde! Support ist gemod, lasst gerne eine Bewertung da, unterstützt mich gerne weiterhin und das Projekt natürlich. Und ansonsten hört man sich beim nächsten Mal. Haut rein!